Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Beim Norway Chess in Stavanger sind inzwischen 7 Runden absolviert. Magnus Carlsen ist wieder zurück im Rennen um Platz 1. Er gewann 2 Partien hintereinander, nachdem er, ich hatte berichtet, gegen Kajakin verlor. Diese unglaublich komplizierte Partie könnt ihr auf meinem Kanal nachspielen oder das Video dazu anschauen. In diesem Video möchte ich aber eine Partie aus der 7. Runde zeigen zwischen Alireza Firusia und Jan Nepomniachtchi, dem Gegner von Carlsen bei der kommenden WM. Das sollten inzwischen alle von euch wissen. Es geht hier los mit E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4, italienisch. Ich zeige diese Partie auch, weil diese Eröffnung hier gespielt wird, italienische Partie. Wenn ich so ein bisschen in die Vergangenheit blicke, vor 20 Jahren galt italienisch so als totale Remis-Eröffnung, wurde kaum noch gespielt auf Top-Niveau. Dann erlebte es so vor, es fing so vor 7-8 Jahren an und seitdem eine Renaissance. Ne? Also Italienisch wird rauf und runter gespielt, genauso häufig wie Spanisch. Und die folgende Partie verläuft nach ganz, ganz typischen Mustern und ihr werdet viel lernen, was diese Eröffnung betrifft. Zumal ich mich selbst als kleinen Experten auch bezeichnen darf, dieser Eröffnung. Es geht hier weiter mit Springer F6. D3, Läufer C5. Das ist übrigens eine Zugfolge, um bestimmte Varianten zu vermeiden. Springer F6 greift halt den Bauern an und jetzt die Profis spielen in der Regel D3. Und nach Läufer C5 sind wir in Italienisch drin, aber wir haben gewisse Varianten vermieden mit Schwarz. Lassen dafür für andere zu. Ne? Also wenn Weiß Bock hätte, könnte er Springer G5 spielen. Auf Top-Niveau sieht man aber sowas sehr selten. Gut, D3, Läufer C5, C3, D6, Rochade, Rochade, Giuco Piano. Jetzt hier wurde inzwischen so gut wie jede Zugfolge angewandt. Hier, man kann hier jeden logischen Zug im Prinzip spielen. Turm E1 stützt den Bauern und behält sich vor, ob er diese beiden Figuren oder wann er die beiden Figuren entwickelt. A5, das ist hier echt ganz große Mode, diese Stellung. Gerade diese Stellung mit frühem A5. Schwarz kontrolliert das Feld, es geht kein B4. Läufer E6 wird vorbereitet, ohne dass B4 folgen kann. Ne? Das sind so die Ideen hier von Schwarz. Es geht hier weiter mit H3. Deckt das Feld, ganz typischer Zug. Hier wurde meistens in der Vergangenheit H6 gespielt, um das Feld zu kontrollieren. Aber Nepo spielt hier sofort Läufer A7. Und das brachte Firusia so ein bisschen zum Nachdenken. Ungefähr 7 Minuten dachte er, glaube ich, nach und spielte A4. Wahrscheinlich dachte er nach, ob er Läufer G5 spielt, weil Schwarz ja H6 nicht gespielt hat. Ich vermute mal, das werden die Top-Spieler auch hier intensiv analysiert haben oder analysieren, Läufer G5, die dies noch nicht getan haben. Nun gut, A4, typischer Zug, macht Platz für den Läufer, damit er zurückgezogen werden kann. Auch Raumgewinn am Darmflügel. Ganz, ganz typisch. H6. Jetzt H6. Verzögert. Springer BD2. Läufer E6. Alles, ich sag mal salopp, stinknormale Züge in der italienischen Partie. Läufer E6. Immer geht es darum, diesen starken Läufer auf C4 zu neutralisieren. Es gibt hier zwei typische Wege, wie Weiß reagiert auf diesen Zug. Häufig wird geschlagen auf E6. Manchmal wird auch Läufer B5 gezogen mit Angriff auf den Springer, um diesem Tausch auch aus dem Weg zu gehen. Firusia entscheidet sich für den Tausch auf E6. Läufer E6, FE6. Mit dieser Struktur hat man inzwischen extrem viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren. Schwarz hat diesen Doppelbauern hier. Das ist sehr statisch, die Struktur. Er kann deswegen auch keinen D5 spielen, weil der Bauer E5 sehr schwach ist, wenn dieser Bauer auf D6 verschwindet. Aber Schwarz bekommt halt dynamisches Spiel am Königsflügel, halboffene F-Linie. Typische Manöver sind immer hier Springer H5, F4. Häufig auch Dame E8, Dame G6. Die Engines bewerten solche Strukturen in der Regel etwas besser für Weiß. Hier in diesem Fall ist aber noch nichts passiert. Springer C4, Springer H5. Läufer E3. Das gleiche, was Schwarz gemacht hat, was macht Weiß hier auch. Er neutralisiert den starken Läufer. Läufer schlägt E3. Und
Und das ist auch eine typische Stellung hier, wenn wir schon über typische Motive reden. Hier kann man mit dem F-Bauern schlagen, man kann auch mit dem Turm schlagen. Ja, Springer geht auch in der Regel, logischerweise auch hier. Der Springer steht aber gut auf C4 und macht Druck gegen den Bauern E5. Also F schlägt E3 wäre okay, deckt dieses Feld hier und dann geht der Turm auf die F-Linie. Dann haben wir natürlich eine symmetrische Stellung. Firuzja nimmt hier raus mit dem Turm. Und hier sieht man diese Struktur, die strukturelle Schwäche. Schwarz kann hier kein D5 spielen, weil einfach der E5 schwach ist halt, ne? Während Weiß früher oder später halt diesen Zug macht, D4, wenn sich nichts ändert. Beziehungsweise anders ausgedrückt, er verfügt weiterhin über diesen Hebel, ohne ein Zugeständnis machen zu müssen. Es geht hier weiter mit Springer F4. Springer F4, hier steht der Springer natürlich supi. Und ein typisches Manöver, um diesen Springer loszuwerden, oder ein typischer Zug ist hier G3, logischerweise. Aber der Bauer H3 muss vorher gedeckt werden. In diesem Sinne wäre König H2 logisch gewesen, um G3 zu spielen. Firuzja kam aber auf die seltsame Idee hier. Er dachte 10 Minuten nach und spielte Springer CD2. Er bekam es so ein bisschen mit der Angst zu tun, habe ich den Eindruck, und wollte alle seine Figuren zum Königsflügel rüberbringen. Das ist aber ein fragwürdiger Zug, den aber Nepo nicht ausnutzte. Schwarz hätte jetzt, weil der Springer nicht mehr auf C4 steht und diesen Bauern angreift, D5 spielen können. Wenn Weiß auf D5 nimmt, das ist schlecht, kommt ED5 sehr stark. Schwarz hat dieses super Zentrum. Das Problem ist, Weiß kann nicht auf E5 nehmen, weil am Ende der Bauer auf D3 hängt. Und hier gibt es multiple Angriffe, ne? Auf Turm, Bauer F2, Bauer B2. Das geht gar nicht für Weiß. Also D5 wäre sehr stark gewesen. Und es ist erstaunlich, dass Nepomniachtchi an dieser Möglichkeit vorbeiging. Stattdessen spielt er hier etwas schematisch Dame F6, konzentriert sich weiter auf seinen Angriff am Königsflügel. Es geht hier weiter mit Springer H2. Macht Platz für den Turm hier, wobei der Turm nur prophylaktisch diese Felder unter Kontrolle nimmt. König H8. Und jetzt ein ganz feiner Zug hier von Weiß. Wir möchten unbedingt diesen Springer loswerden und wollen G3 spielen. Dame F1. Weiß deckt indirekt den Bauern H3 und möchte G3 spielen. Turm F7. Noch geht aber G3 nicht. Springer DF3 erstmal. Warum geht G3 hier nicht? Kleine Taktik für euch, solltet ihr finden, ist nicht so schwierig. Springer schlägt H3 Schach und Dame schlägt H3 geht nicht wegen Dame schlägt F2 und Schwarz kann sich hier im Prinzip aussuchen, wie er gewinnt. Ich würde erstmal den Turm nehmen. Nach Springer DF3 ging es weiter mit Turm AF8. Auch hier, Nepo spielt etwas zu schematisch. Ich glaube, er wird sich ärgern, wenn er die Partie hinterher analysiert. G5 ist hier ein starker Zug mit der Idee Turm G8. Und hier zum Beispiel ist G3 schon zu spät. Dann kommt Turm G8 und Weiß kann auf F4 nicht nehmen. Weil G schlägt F4, G schlägt F4, Schach, geht natürlich hier der Turm verloren. Das sieht für mich wie eine schöne Angriffsstellung aus für Schwarz. Auch der H-Bauer kommt hier angerollt. Ne? Man kann ja, also diese Strukturen, die kennt man, da kann man auch den Springer auf F4 in vielerlei Hinsicht opfern. Nun gut, Nepo spielte Turm AF8. Es ging ja weiter mit G3. So, jetzt wird der Springer vertrieben. Springer schlägt H3 geht nicht, also Springer H5. Jetzt Turm D1. Witzig, wie lange der Turm hier auf A1 versauerte. Jetzt kommt er ins Spiel, Turm D1. Hier sagt die Engine Dame G6 und Schwarz steht immer noch völlig okay. Stattdessen spielte Nepo Dame E7. Er hatte hier einen anderen Plan ins Auge gefasst. Gucken wir mal. Hier könnte Weiß D4 spielen, aber auch Firuzja spielt ziemlich slow. Er macht erstmal König G2. Stabilisiert erstmal die Struktur hier, deckt mit dem König auch wichtige Punkte in seiner Stellung. Dame E8. Turm D2, starker Zug. Springer E7. Das war der Plan von Nepomniachtchi. Er greift den Bauern A4 an. Deswegen dieses komische Manöver mit der Dame nach E8. Dame D1. Weiß ist rechtzeitig, gruppiert seine Schwerfiguren um. Also man muss sagen, Firuzja steht unglaublich kompakt, ne? Er lässt überhaupt nichts zu. Es geht weiter mit Springer G6
Und nachdem Weiß gesehen hatte, dass Springer f4 Schach keine Drohung ist, spielt er d4 und jetzt kommt Weiß in Vorteil. Weil, und das ist immer so ein bisschen das Ziel in der italienischen Partie, irgendwann mal möchte ich die beiden Bauern im Zentrum haben, um Raumvorteil zu haben und beziehungsweise mehr Einfluss auf das Zentrum. E schlägt d4, c schlägt d4. Schöne Stellung jetzt für Weiß. Es ging ja weiter mit Springer f6. Jetzt kommt ein schöner Zug. Jetzt kommt langsam Weiß raus hier. Dame c2. Es droht e5 mit Angriff auf den Springer auf g6. Das blockt Schwarz ab mit e5. D schlägt e5. Und hier muss Schwarz leider mit dem Bauern nehmen, mit D schlägt e5. Mit dem Springer funktioniert leider nicht, wegen Springer e5, Dame e5 und dann f4. Dame e8, Springer f3 und Weiß steht hier, hat hier einen riesen Vorteil durch diese beiden Bauern hier, die so weit vorne stehen und viele tolle Felder für den Springer und e5 könnte auch eine Drohung sein. Warum ist es ein Problem, mit dem D-Bauern zu nehmen? Ganz einfach. Und hier wird deutlich, wie wichtig die Bauernstruktur ist. Dieser Bauer ist schwach jetzt, der ist isoliert, als einziger Bauer auf dem ganzen Brett. Weiß hat 2 Bauerninseln, Schwarz hat 3 Bauerninseln. Und dieser Bauer hier, ich verrate mal nicht zu viel, wir werden es ja gleich sehen. Merkt euch einfach nur, dieser Bauer ist schwach. Turm C3, C6, Turm D6, Turm D7, Turm D3. Jetzt passiert nicht so viel hier. Turm CD3, Turm F7, Springer F1. Der Springer muss zurück ins Spiel, ne? Nicht am Rand stehen lassen die ganze Zeit. Springer F1, Turm D6, Turm D6, Turm D7, Turm schlägt D7, Dame D7, Springer 1, D2. So, das war auch ungefähr die Stellung, wo ich auch mal reingeschaut habe in die Live-Übertragung. Und ich sah halt, dass die Engine hier klaren Vorteil für Weiß angibt. Und mir war im ersten Moment nicht sofort klar, warum der Vorteil so groß sein soll. Sie gab über plus 1 an, also plus 1,2, plus 1,3. Das ist ja schon eine ganze Menge, obwohl Weiß kein Material mehr hat. Und erst in der Analyse, erst wenn man länger reinschaut, merkt man oder versteht man, warum hier die Engine Stockfish 14 in meinem Fall sagt, dass Weiß hier besser steht. Der Grund ist, ich habe ihn gerade schon genannt, der Bauer auf E5 ist halt sehr, sehr schwach. Und wir werden sehen, wie Weiß hier diesen statischen Vorteil, statisch bedeutet, es ist ein Vorteil, der sich kaum ändert. Ne? Dynamisch ist etwas, was sich sehr schnell ändern kann. Statischer Vorteil, wie er diesen statischen Vorteil ausnutzt mit Weiß. Es geht hier weiter mit Springer H5. Vorsicht, das ist Dynamik. Hier droht Springer HF4 oder Springer GF4 Schach und dann der Einschlag auf H3 mit der Dame. Auch unter Springeropfer. Deswegen, solche Spieler sind zu stark, die sehen sowas natürlich sofort. König H2, prophylaktisch gedacht, geht aus den Schachs raus. Springer F4 würde jetzt nichts bringen wegen Schlag, Schlagen und dann Springer G1 oder so, deckt den Bauern da und passiert gar nichts mehr. Nepo spielte wieder Springer F6, ging zurück, Dame C3. Wir sehen, denn jetzt macht Weiß Druck gegen die schwachen Bauern. A5 ist auch nicht gerade stark. Dame C7, König G2, er bringt den König näher, C5. Gefällt der Engine nicht, aber egal, steht eh schlecht der Schwarze. Dame D3, kontrolliert jetzt die offene D-Linie. Springer E7, Springer C4. Wir sehen, Weiß hat alle seine Figuren hier super postiert. Der Bauer E5 ist unter Druck. Schwarz wehrt sich. Springer C6. Der Springer deckt die Bauern und lugt hier rein. So, jetzt hier, ganz, ganz wichtiger Zug. Ganz, ganz feine Technik. Großmeisterlich. Wie gewinnt hier Weiß? Wir reden aber jetzt hier nicht von irgendeiner Taktik. Klar, Rechnen gehört hier zu, aber es ist auch ein technischer Zug. Technisch heißt, Weiß transformiert einfach seinen Vorteil in das Endspiel hinein. Ne? Wir haben schon natürlich schon ein Endspiel mit 3 Figuren noch, aber er reduziert weiter das Material. Das gibt euch natürlich jetzt einen wichtigen Hinweis. Weiß spielt Dame D6. Super Zug. Greift die Dame an. Ja, was soll Schwarz machen? Er kann die Dame nicht wirklich nicht tauschen. Dame D6 kommt Springer D6, deckt hier die Schwäche, greift den an. Ich zeige euch mal eine Beispielvariante, wie Weiß das hier gewinnt. König G8, Springer D2, B6, Springer C4, Springer D7, Springer C8 und bumm, am Ende fällt dieser Bauer hier. Und das Springer-Endspiel wird Weiß nach und nach gewinnen.
Der russische Großmeister spielte Dame D7, aber hier fällt ein Bauer. Springer F schlägt E5, greift auch die Dame an. Springer schlägt E5, Dame schlägt E5. Das hatte Nepo berechnet und nahm jetzt auf A4. Er leistet Widerstand. Dame schlägt C5, Weiß hat einen Bauern mehr. Dame C2. Springer schlägt E4 geht nicht wegen Dame C8 Schach, König A7, Dame F5 Schach, König irgendwo hin und dann Dame E4 und Weiß gewinnt hier eine Figur. Also Dame C2. E5, das lässt sich für Lucia nicht mehr nehmen. Springer G8 und vor allen Dingen, er rechnet auch sehr, sehr gut hier. Dame D5 geht aus der Fesselung, greift B7 an. Dame B3 fesselt den Springer wieder. Ferrucia rechnet super, spielt E6. B5. Letztendlich kommt man ohne Rechnen nicht aus im Schach. Es geht nicht. In jeder Partie muss man rechnen. Und hier ist ein ganz gutes Beispiel, um das zu zeigen. Der Springer ist angegriffen. Was macht ihr? Was macht ihr? Ihr könnt Video gerne pausieren und nachdenken. Das ist eine sehr, sehr schöne Trainingsstellung. Nicht zum Ausspielen, aber zum Rechnen. Springer E3 ist ein Fehler. Wegen Dame schlägt B2. Und dann hier die beiden Bauern aufhalten. Viel Spaß. Das ist nicht mehr klar. Der Gewinnzug lautet hier Dame A8. Fesselt den Springer auf G8 und die Idee ist, nach Dame schlägt C4 kommt E7 und der E-Bauer läuft durch zur Dame. Nach Dame A8 probierte Nepo noch König H7. Jetzt ging es aber sehr leicht weiter. Dame E4 Schach, König A8, Springer schlägt A5. Dame B2 und jetzt E7. Weiß gewinnt den Springer, ansonsten würde sich für Lucia eine neue Dame holen. Springer E7, Dame E7, B4. Das ist natürlich eine leichte Übung jetzt hier für so einen Großmeister. Dame E8 Schach, König A7, Dame E4 Schach, König A8. Dame D5 kontrolliert das Feld B3. Der schwarze Bauer kann nicht vor. Dame A3, Springer B3, Dame A4, Springer D4, Dame E8, Dame B7 und hier gab Nepomniachtchi auf. Ja, keine besonders spektakuläre Partie, aber so verlaufen italienische Partien mit der italienischen Eröffnung. Kann ich euch wirklich Brief auf Siegel geben oder wie heißt das nochmal? Verlaufen italienische Partien super, super häufig auf diese Art und Weise. Totales Slowplay. Es sieht nach gar nichts aus die ganze Zeit. Aber dann kommen so kleine Ungenauigkeiten bei den Schwarz und dann bumm, Weiß gibt plus eins Vorteil. Aus dem Nichts. Ich habe solche Partien auch schon zu Genüge gespielt, sowohl im klassischen Schach als auch im Blitzen, super häufig. Man rührt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen rum und dann kommt ein Fehler vorbei. Italienisch ist echt eine starke Eröffnung. Müsst ihr spielen. Neben Spanisch, aus meiner Sicht die stärkste Eröffnung gegen E5. Das war eine weitere Partie vom Norway Chess. Ich werde natürlich weiter berichten, bis zum Schluss des Turniers. Am 17. September, glaube ich, ist es vorbei. Checkt auch meine anderen Kanäle aus, The Big Greek Highlights und The Big Greek Shorts. Würde mich freuen. Macht's gut. Bis dann.